Wer zieht, verliert. Mit einem beherzten Ritt gewinnt der Deutsche David Will die Siegerrunde der Winning Round. Es gab jetzt halt nicht eine spezielle Stelle, wo man noch Zeit sparen konnte. Also sie waren schon alle richtig schnell, und aber ich habe halt Glück gehabt eben mit meiner Startposition, eben als Letzter, und mein Pferd ist einfach wahnsinnig schnell. Die Weltelite der Springreiter misst sich an diesem Wochenende beim Weltfest des Pferdesports in der Aachener Sörs. In der Winning Round, Gesamtdotierung 60.000 Euro, gab es dann auch eine erstklassige Siegerrunde zu sehen. Der Deutsche Dennis Nielsen holte sich vor seinem Ritt noch Tipps von Co-Bundestrainer Heinrich Hermann Engemann und ging prompt in Führung. Doch die hielt nicht allzu lange. Der drittletzte Starter, Ire Dennis Lynch, drückte auf der Schlusslinie ordentlich auf die Tube. Knapp 7/10 nimmt er den Deutschen ab, die vorläufige Führung. Davon lässt sich David Willen nicht beeindrucken. Er vertraut voll auf die Schnelligkeit und Sprungkraft seiner Stute Micmac de Tillard. Die letzte Linie nimmt er flach, lässt die 15-jährige Stute gehen und gewinnt schließlich mit einer guten Sekunde Vorsprung. Wenn man schon so viele, so richtig schnelle Reiter vor sich hatte, jetzt Dennis hat ein Pferd mit einem Riesengalopp, da muss man alles riskieren, das hilft nichts, da wer zieht, verliert. Auch in der ersten Dressurprüfung beim diesjährigen Weltfest des Pferdesports geht Platz 1 an Deutschland. Isabel Wert gewinnt mit ihrem 14-jährigen Wallach Don Johnson den Philipps-Preis. Mit einem Endergebnis von 76,3% entschied sie den Grand Prix für sich vor Tinne Wilhelmsen-Silfen aus Schweden und Steffen Peters aus den USA.